Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zum neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit dem Amazon Fire TV Omni QLED Series. Das ist ein Smart TV, in dem Fall mit 43 Zoll, das sind 109 cm Bildschirmdiagonale. Es gibt es aber auch in anderen Größen erhältlich. Und das Krasse ist, das ist wirklich von Emmy gebaut. So, schauen wir uns jetzt mal an, wie und was alles hier drin ist. Verpackungstechnisch sind wir so aufgestellt, wie eigentlich jeder Smart TV heute unterwegs ist. Recyceltes Material, das ist schon mal gut, außen. Dann die Aufmachung ist ganz normal, das ist schematisch abgebildet. Es steht drauf, was drin ist. Ein Fire TV OLED 43 Zoll 4K steht hier. Energieeffizienzklasse haben wir auch noch hier am Start. Das ist nämlich G, weil 52 Kilowattstunden auf 1000 Stunden ist das hier ein Stromverbrauch, der aber normal daherkommt. Ist jetzt nicht der übelste Stromfresser oder so. Alleine schon, weil es ja mit LEDs, also QLEDs, funktioniert, ist dort die Ersparnis zu alten Röhrenfernseher schon immens. So, dann hinten sehen wir noch, was drauf geht. Was drauf ist. Hier sehen wir die Funktion: Netflix, Prime Video, YouTube, Disney Plus, Amazon, Spotify, Apple TV, Disney, Internet, Twitch und so weiter. Das ist aber nur eine kleine Auswahl, da gibt es viel mehr. Was haben wir hier noch draufstehen? Ein TV-Erlebnis, das zunehmend smarter wird. Smart TVs sind nämlich echt coole Säue, wisst ihr? Denn wer guckt denn heute großartig noch das normale Free TV? Oder Tele-V, also selten, sage ich jetzt mal. Die meisten Menschen sind auch wirklich bei den Streamingdiensten unterwegs. Und deshalb ist ein Fernseher, der Streamingdienste unterstützt, der smart ist, demzufolge am sinnvollsten gewählt. So, jetzt schauen wir mal an, was alles drin ist und wie es verbaut ist. Vom Ersteindruck etc. Fangen wir oben an. Wir haben hier Füßchen. Denn natürlich könnt ihr eine Fesa-Wandhalterung benutzen, ihr müsst es aber nicht. Es geht also auch die Möglichkeit, ihn hinzustellen. Natürlich, das sollte schon gehen. Ne? Okay, die Füße sind aus Kunststoff gefertigt. Vernünftig verarbeitet sind sie, ne, ohne Frage. Davon haben wir natürlich dann zwei, ein rechts, ein links. So. Unten drunter gibt es Anti-Rutsch-Schnippel, 4 Stück, wenn wir beide nehmen. Es ist in der warmen Struktur gegossen worden, das heißt, um die Stabilität zu erhöhen. Alles cool, so macht man das. Vollkommen okay. Dann haben wir Bedienungsanleitung und Zubehör am Start hier. Schauen wir uns mal an, was da alles dabei ist. Erstmal zwei AAA galvanische Zellen sind am Start. Und zwar die von Amazon Basics, klar, ne? Weil Amazon macht auch Energielieferanten in Form von Batterien. Galvanische Zellen also. Und dann haben wir hier die Fernbedienung. So, Fernbedienung ist nochmal mit einem extra Zeugs hier abgedeckt. Meine Güte. Flupp, so. Oh, sieht gar nicht so schlecht aus. Also die Fire TV Fernbedienung sieht echt gar nicht so kacke aus. Wir haben hier einen An- und Ausschaltknopf. Wir haben oben einen Vodafone-Knopf. Wir haben hier die Möglichkeit, rechts, links, oben, unten zu setzen und in der Mitte auslösen, also sprich Enter-Taste. Dann haben wir zurück, Home-Taste, Kontextmenü, vor, zurück, Pause, hoch und runter, einmal für Volumen, also für Lautstärke, einmal für Programm, Mute-Taste, Guide-Taste, hier unten haben wir auch noch 1 bis 9 plus 0 zum Tippen, Subtext, Texte, Prime-Video könnt ihr direkt ansetzen, Netflix könnt ihr direkt ansetzen, Apps könnt ihr direkt aufrufen, Amazon Music könnt ihr direkt aufrufen und unten haben wir noch die Farbtasten. Sehr schön, auch hier hinten zum Aufklappen sehr schön, funktioniert sehr einfach und macht auch in der Hand einen qualitativ hochwertigen Eindruck. Doch. So, jetzt geht's ab hier. Bedienungsanleitung. Hallo, hallo, bonjour, ciao, ciao, hola. Hier sehen wir in drei Farben, also schwarz, weiß und rot, die Bedienungsanleitung des kompletten Systems. Dann haben wir hier importante Informationen, wichtige Informationen, alles immer schön durchlesen natürlich und dann können wir nämlich weiter. Hier haben wir noch einen Aufkleber, Energieeffizienzklasse G, das ist aber
in den letzten Jahren geändert worden. Das heißt also, vorher wäre er etwas höher klassifiziert gewesen. G ist jetzt hier, hört sich jetzt schlimm an, ist aber durch die neue Regelung halt runtergerutscht, weil es halt 52 Kilowattstunden auf 1000 Stunden Videomaterial ist. Dann haben wir HDR. Wegen HDR sind wir sogar auf 98 Kilowattstunden auf 1000 Stunden, wenn wir das HDR benutzen. Klar, Bild wird optimiert, Bild braucht oder halt Strom wird mehr konsumiert. So, dann haben wir hier ein Y-Kabel, um hier die einzelnen Videokanäle auch über Klinke steuern zu lassen. Wir haben vier Schrauben für die Füße und wir haben einen Standard-Euro-Stecker, der hier Verwendung findet. Er braucht nicht als Schuko-Stecker daherkommen, weil wir haben außen herum ja keine Metallteile. Das heißt also, in eine Erdung benötigt dieses Gerät nicht. Deshalb brauchen wir keinen Schuko-Stecker, sondern einen Euro-Stecker. Und der ist auch ein bisschen günstiger in der Konstruktion. Ja, dann fangen wir an und heben mal das hier raus. Das ist natürlich voll Kunststoff. Ne? Styropor, nicht so geil. Wenn die da endlich mal hinkriegen würden, das schön mit Pappe hinzubekommen, wäre viel schöner. Aber das machen nur die super teuren, weil es einfach doch noch günstig ist, Kunststoffe zu verwenden. So, und jetzt heben wir das Ding raus und kicken den Rest weg. Ich gucke mal kurz rein, ob ich was vergessen habe. Nee. So. Das heißt also, Fire TV ausgepackt. Hier ist er vor uns. Jetzt ist da natürlich noch ein Zeugs ein bisschen drum. So. Bei der Größe kann man das sehr gut noch alleine machen. Und jetzt schauen wir uns an, wie er so daherkommt. So. Gut, das ist vorne, das ist unten, da unten, hier oben. Man sieht noch einen Screen Protector dran, den müssen wir gleich noch abziehen, aber bevor ich die jetzt abziehe, werde ich noch ein bisschen rumfummeln dran. So, wir haben hier oben Sensoren, also Löcher sind hier drin, das heißt, vermute ich mal, dass die Sensoren drin sind. Jetzt schauen wir uns das Ding mal von unten an. Ich habe einmal rumgedreht. Hier sehen wir jetzt diesen Ein- und Ausschalter, um das Mikrofon, welches für Alexa benutzt wird, manuell ein- und auszuschalten. Und hier ist der Power-Button, um das Gerät einzuschalten. Wir haben jetzt aber nicht die Möglichkeit, am Gerät, soweit ich das bis jetzt sehe, ein Umschalten des Programmes zu machen. Dafür benötigen wir demzufolge entweder die Fernbedienung oder Alexa, sprich Sprachsteuerung. Weil wir können natürlich auch über die Sprachsteuerung die Kanäle verändern. Und das ist ja auch sinnvoll. Ne? Dann haben wir hier unten auf Aluminium gesetzt, können wir die Füßchen anbringen. Rechts und links. Schwupp. Ich gucke mal, ob wir sie beidseitig auch einbauen könnten. Ja, gehen beide. Da würden die Bohrungen gehen und dort. Wahrscheinlich haben sie ja gar kein rechts und links großartig gemacht. Okay, aber das in einem anderen Video. So, das heißt also im Prinzip war es das schon. Die Dicke ist schon etwas dicker. Also wir haben jetzt hier nicht so ein ganz dünnes Klöpperlinchen am Start. Wir haben aber noch mehr. Das heißt, wir gehen mal auf die Seite des Gerätes. Haben hier AC-In, das ist also die Energieversorgung. Dann haben wir hier WESA-Standard. Da können wir den WESA-Mount dran machen, um dann eine Wandhalterung zu realisieren. So, drehen wir weiter um. Steckplätze am Start. Lass mal kurz gucken, wo sind wir? Auf der rechten Seite, von der Seite zugänglich, haben wir hier alle möglichen. Hier ist auch ein Steckkatsch, ein CI-Modul. Habe ich vorhin gar nicht gesagt gehabt. CI-Modul geht natürlich auch rein. Sehr viele HDMI-Ports, was sehr gut ist. USB ist dabei, Ethernet, Optical, Satellit-In, Kabel-In. Alles da, was wir brauchen. Ne? Also das ist gut aufgestellt. Und dann haben wir hier unseren Fernseher am Start, den wir natürlich jetzt noch abziehen müssen. Es ist so ein bisschen fummelig, wenn ich das richtig sehe, aber an den Seiten sind extra Folien. So, das heißt also hier, die sind etwas... Oh doch, geht.
So, zack. Gut. So, sehr gut. So, klappt durch hier. Yeah! Zack. Erledigt. So, und so sieht er jetzt aus, auch wenn die Folie entfernt ist. Schönes Teil. Sieht aus wie ein moderner Smart TV. Fire TV einrichten. Das heißt also ein Setup durchführen. Er ist angeschlossen ans Stromnetz. Ich habe in meinem Fall das Satellitenkabel angeschlossen. Ihr könnt aber auch genauso ein Kabel anschließen, um dann das Kabelnetz zum Beispiel zu betreiben. Oder ihr könnt diesen Smart TV natürlich ganz ohne Kabel betätigen, außer natürlich dem Stromkabel und eventuell einem LAN-Kabel. Er hat aber auch Wi-Fi, das heißt also, wir brauchen kein LAN-Kabel. Außer ihr wollt es super schnell und mit weniger Störungen haben. So, als allererstes, der Fernseher ist noch nicht geschaltet an. Das heißt also, wir schalten ihn jetzt einmal an, den guten. Richten dafür die Fernbedienung Richtung Fernseher und drücken den links oben Button. Jetzt bootet das Gerät im Hintergrund. Ich erkläre schon mal, wie es hier geht. Wir haben rechts, hier ist rechts, da ist links, da ist oben, da ist unten. In der Mitte ist der Button zum Enter. Dann haben wir zurück, Home-Taste und hier ist Menü-Taste. Des Weiteren unten haben wir Volume Up, Volume Down, Channel hoch, Channel runter, Mute-Button, Guide und Play und Pause, vorwärts und rückwärts. Hier unten sind dann noch Zahlen, Prime Video, Netflix, Amazon Music und Apps könnt ihr dadurch aufrufen. Hier unten haben wir noch die Farbtasten. So, das heißt also navigatorisch gehen wir jetzt erstmal hier oben in dem Segment, rechts, links, oben, unten und Enter gleich zum Auswählen, um durch die Einrichtung des Gerätes zu kommen. So, ihr seht jetzt, der Fire TV ist am Booten. Der Fire TV ist, ihr kennt ja den Fire TV Stick wahrscheinlich, das heißt, ihr könnt nicht smarte Geräte dadurch smart machen. Hier kommt Amazon daher und gibt uns mit dem Fire TV ein komplettes Fernsehsystem dafür. Das ist jetzt ein QLED-Fernseher hier am Start, der dadurch natürlich ein qualitativ höherwertiges Gerätchen ist. Das dauert ein Momentchen, wie ihr seht, also beim Booten ist er jetzt nicht der schnellste. Jetzt wird geladen und wir können mit der Einrichtung dann beginnen. So, jetzt Fire TV bootet nochmal neu. Er kann sich noch gar keine Daten aus dem Netz geholt haben, weil er ist noch gar nicht mit dem Wi-Fi, mit dem Internet verbunden. So, und jetzt können wir losfahren. Wir choosen our Location. Das heißt also, hier heißt es nun, wir sollen unsere Location, also unser Gebiet, wo wir uns aufhalten, nämlich jetzt herauslösen und eingeben. So, das heißt, wir können hoch und runter mit dem vorher erklärten System. Wir werden jetzt mal Deutschland auswählen. Choose your language. Hier können wir auf unterschiedliche Sprachen ausweichen. Wir werden jetzt Deutsch nehmen. Jetzt Shop-Nutzung oder weiter. Shop-Nutzung ist dann, wenn ihr ein Demo nutzen wollt, dass der Fire TV dann halt im Verkaufsraum stehen würde. So, Netzwerk aktivieren. Möchten wir Netzwerksfunktionen aktivieren und unseren Fernseher erlauben, Wake on LAN für Internetkonnektivität zu verwenden? Die Aktivierung des Netzwerks oder Wake on LAN einstellen kann den Stromverbrauch unseres Fernsehers natürlich erhöhen. Wake on LAN, Local Area Network, bedeutet, wenn ein Local Area Network, aber sein Patchkabel angeschlossen ist, können wir dies benutzen bei einer Wi-Fi-Verbindung. Ist das jetzt demzufolge nicht so wichtig. Also können wir es ruhig deaktiviert lassen. Jetzt gehen wir weiter. Wir erklären uns also mit den Nutzungsbedingungen richtig. Wenn wir diese hier alle durchgelesen haben, können wir dann demzufolge auf weitergehen. Die Nutzungsbedingungen sind bei jedem Smart-Gerät oder auch generell bei jedem digitalen Gerät heutzutage Standard. Die sollten wir uns alle durchlesen. Danach drücken wir auf Weiter. Dadurch werden uns keine Kosten entstehen. So, jetzt können wir ihn auswählen und nach Fernsehsendern suchen. Wir können den Fernsehsender zu unserem Fire TV hinzufügen. Möchten wir dies jetzt tun? Ja oder nein? Das kann man natürlich auch später machen. Ihr macht Nein, wenn ihr ihn wirklich nur als Smart TV benutzt. Wir machen Ja, weil ich möchte ja auch zeigen, wie ihr dann einen Fernsehsender-Suchlauf durchführt. Jetzt Sendersuche. Stellen Sie bitte sicher, dass unsere Antenne eingerichtet und das Gerät angeschlossen ist. Live TV. Weiter. Jetzt geht es darum, welche Empfangsart wollen wir nutzen. Wir haben die Möglichkeit zwischen Kabel und terrestrisch oder Satellit. Kabel terrestrisch heißt, wir haben ein
Also in diesem Fall haben wir einen Triple Tuner verbaut, der dem Verfolger das Kabelnetz abdeckt. Terrestrisches Fernsehen, das ist das der Satellit, ist hier unten aufgeführt. Das ist nämlich das, das Antennenkabel und Kabel, also sprich aus dem Kabelnetz. Beides ist möglich. Oder Satellit. In meinem Fall hatte ich ja vorhin schon erklärt, wir haben den Satellit vorhin angeschlossen, das Satellitkabel verbunden. Deshalb können wir jetzt auch auf den Satellit gehen. Hier können wir eine komplette Kanalsuche durchführen. Da würde er alle abtasten, die er finden kann. Sky Deutschland ist prädestiniert, wenn ihr ein CE Plus Modul drin habt, sprich für Pay-TV aktivieren wollt. Astra HD Plus ist genau das gleiche. HD Plus empfangen wir nur, wenn wir das CI-Modul einbauen. Wir können aber auch eine manuelle Kanalsuche durchführen. Und hier seht ihr dann auch, welcher Satellit angesteuert werden kann. Wir können über Eutelsat gehen, über Astra, Eurobird, Express AM, POR, Hellasat, Hispasat etc. So, wir wählen also jetzt hier unseren Satelliten, den wir anballern. Das müsst ihr entweder mit eurem Satelliteninstallationsfreund ausmachen, welchen ihr dort ballert, oder wir gehen zurück und werden hier eine komplette Kanalsuche machen. Oder wir gehen generell auf den Astra, das ist nämlich der, der am gängigsten eigentlich hier bei uns in den Gefilde sich bewegt. Astra HD Plus, auswählen. So, LMB-Typ, wir haben einen universalen LMB-Versorgung mit 13 oder 18 Watt, Disk-EQ-Verwendung können wir einstellen, ein Kabelsystem. Das heißt, wenn wir ein LNB, also sprich an eurer Satellitenschüssel, weil wir auch satt sind, gibt es die Möglichkeit, ein Twin-LNB, ein Triple-LNB, ein Universal-LNB etc. einzusetzen. Wenn wir aber wirklich nur ein LNB haben, was mit einem Kabel funktioniert, können wir hier ein Kabelsystem anmachen. Wir können demzufolge dann auf das Ein-Kanalsystem gehen. Wenn ihr aber mehrere Leitungen von eurem Satelliten habt, macht ihr ein Kabelsystem aus. Dann haben wir noch Tone Burst, können wir aktivieren oder nicht. Suchmodus, alle, lalalala. Hier könnten wir zum Beispiel noch eingrenzen, was wir suchen. LNB-Versorgung, 13 und 18 Volt, LNB-Typ Universal, alles cool. Ne? Wir sehen auch rechts schon, was er ausgewählt hat. Wir hatten also jetzt Signalqualität 100%, Signalstärke ist bei 92%, wie ihr auf der rechten Seite sehen könnt. Damit ist ja alles in Butter, oder nicht? Hier können wir natürlich dann auch zwischen Optionen wechseln. Das heißt also, wir benutzen jetzt die Vor- und Zurückspultaste, um hier die Qualität einzustellen. Das heißt also, ihr seht, wenn ich jetzt zum Beispiel hier was verändere, dann verändert sich auch die Signalstärke, diese Signalqualität. Auch hier können wir noch die LMB-Versorgung an- und ausmachen, die über ein Volt System funktioniert, sprich eine Spannungsversorgung dann über unser Kabel selber bekommt. Also an LMBs gibt es nämlich auch, die mit einer Stromversorgung ausgesetzt sind. Hier versorgen wir es. Ihr seht nämlich, wenn ich die LMB-Versorgung ausmache vom Fernseher aus, dann haben wir keine Signalqualität mehr. Wenn ich sie anmache, dann funzt es wieder ganz gut. Nicht wahr? Oh yeah! So, ausgezeichnet. Was sagte ich jetzt hier noch zu dem Suchmodus? Frei, verschlüsselt, alle. Ich gehe jetzt auf frei, weil ich habe kein CE Plus Modul. Wenn ihr ein CE Plus Modul haben solltet, könnt ihr alle machen, sicher. Frei sind frei erhältlich, sprich die alle kostenlos über das Satellitennetz eingepflegt werden können. Verschlüsselt wäre dann demzufolge nur die Pay-TVs und wir machen jetzt frei. Freiheit, oder nicht? Oh yeah. So, damit haben wir hier alles ganz gut eingestellt. Damit können wir den Verfolger auch ganz gut arbeiten. Und wir drücken jetzt die Play- und Pause-Taste. Erinnert ihr euch noch? Ich zeige es noch mal kurz. Also Einstellungen machte ich mit rechts und links, vorwärts und rückwärts spulen. Und suchen gehen wir jetzt auf die Play-Taste. So, damit geht jetzt der Sendersuchlauf los. Es dauert einen Moment, bis die Sender dann gefunden werden. Das kann länger dauern, wenn zum Beispiel nicht so krass. Aber hier, 522 Sender hat er gefunden. Das ist doch schon mal schön. Das reicht mir eigentlich auch aus, oder nicht? So, das ging jetzt wirklich zügig. Wenn ihr den nicht ganz korrekt ausgerichtet habt, kann es ein bisschen länger dauern. So, Sendersuche ist abgeschlossen. Wir haben 522 gesucht. Das heißt, wir könnten jetzt hier auf erneut suchen, Sender verwalten zum Beispiel gehen. Lass uns mal die Sender verwalten. Dann sehen wir hier, was er alles gefunden hat. Das erste ZDF, RTL Television, bla 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 bla. Jetzt können wir hier auch schon hingehen und da schon ein Verschieben durchführen.
indem wir dann zum Beispiel die einzelnen Sender so direkt Staffel setzen, wie wir das wollen. Wir können also die Reihenfolge ändern, wie sie zum Beispiel eingespeichert sein sollte. Dazu benutzen wir wieder, wir erinnern uns, Vorspul-, Zurückspultaste beziehungsweise die Play- und Pause-Taste, um den Sender dann auszublenden. Den Sender zu verschieben, können wir mit der Vorspultaste die Reihenfolge zurücksetzen mit der Zurückspultaste. Okay, so könntet ihr jetzt da hingehen und die Sender aufräumen. Alles klar, jetzt bin ich zurückgegangen. Das heißt, wir haben jetzt alles schon gefunden. Die sind vorsortiert und wir melden uns nun bei unserem Amazon-Konto an. Mit dem Amazon-Konto haben wir nämlich Zugriff auf tausende Sender, Filme, Serien und Apps. Das müssen wir natürlich nicht, aber das sollten wir, glaube ich, schon tun, damit wir auch den Fire TV vernünftig nutzen können. Okay? Das heißt, wir können jetzt hier uns schon navigatorisch losballern. Das heißt also, wir können hier jetzt schon zwischen einzelnen Sendern schalten. Ich werde jetzt nicht auf die Sender draufgehen, ansonsten kriege ich wieder Ärger mit der Copyright-Geschichte. Ja, also hier unten haben wir das Live TV nun aufgesetzt und können, wenn wir jetzt auf die Auswahltaste, ah, da ist ja kein gerade ein Bild, habt ihr es gesehen? Ne, da, das heißt, wenn wir jetzt drauf gehen, können wir eine Voransicht machen. Wenn ich jetzt drauf drücke, würden wir das komplette Programm dann auch sehen können. Okay, ihr seht ja hier, zack, da war gerade ein Bild. Ich kann das jetzt aber auch vergrößern, indem ich hier in der Mitte auf den Play-Button drücke. So, wir gehen mal zurück. Dann haben wir hier die Möglichkeit, demzufolge jetzt auch noch in die Einstellungen zu gehen. Ne, habt ihr gesehen, wie ich da hingekommen bin? Ich bin auf die rechte Seite geswitcht. Hier können wir die Eingänge auswählen. Sprich, hier sind die unterschiedlichen Eingänge. Bei mir ist es jetzt der Satellit. Wenn ihr da ein anderes Medium habt, dann würde dort euer anderer stehen. HDMI-Port 1, HDMI-Port 2, HDMI-Port 3, HDMI-Port 4. Sind momentan nicht belegt. Wenn dort etwas dran stecken würde, könntet ihr jetzt darauf zugreifen, indem ihr einfach das auswählt und dann schaltet das nun auf das HDMI-Pörtler. Also als Beispiel Spielekonsole dran oder so. Antenne genau das gleiche, Antennenkabel rein oder Komposit oder den Media Player benutzen. Media Player wäre dann auch über USB zum Beispiel möglich. Dann Benachrichtigungen können wir benutzen. Benachrichtigungen können wir mit der Optionstaste auswählen. Optionstaste ist hier oben, die mit den drei Strichen. Die Optionstaste, zack. Damit können wir jetzt hier auch in die Einstellungen uns gehen, in die Optionen, zack. Und hier nicht unterbrechen, aus. Hier können wir anmachen, ausschalten, um alle App-Benachrichtigungen, Pop-ups zu erhalten oder aus. App-Benachrichtigungen selber können wir blockieren oder an. Ne? Alexa zum Beispiel, wenn sie uns was sagen möchte, wird sie auch über diesen Fernseher mit uns kommunizieren. Deshalb, weil Alexa ist ja naheliegend, ist ja ein Amazon-Produkt. Amazon-Konto anmelden können wir auch hier drüber. Hier können wir übers oder an das Netzwerk uns anmelden. Das heißt, gehen wir erstmal da drauf und werden jetzt unser Netzwerk aktivieren. Okay? Suche nach Netzwerk läuft. Das heißt, jetzt können wir hier aus den einzelnen Wi-Fis, die in der Nähe sich befinden, wählen und werden dann darauf zugreifen können. Schön ist direkt hier, dass die Signalstärke mit angezeigt wird. Ihr seht hier, ich habe drei gute und mehrere schwache hier am Start. Ne? Und wir können auch noch weitere Netze hinzufügen. WLANs neu suchen über WPS-Taste verbinden ist auch möglich. WPS-Taste bedeutet, ihr geht an euren Router, drückt den, geht in den WPS-Parents-Modus, würdet hier dann die WPS-Taste, also sprich jetzt drücken, auf für die Verbindung mit WPS und dann geht's los. Ethernet-Verbindung konfigurieren ist auch möglich, das heißt eine LAN-Verbindung. MAC-Adresse eingeben könnt ihr selbstverständlich auch. So, also das heißt, wir bringen jetzt mal hier ein bisschen Freude dran. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier in das 2.4-Netz. Dafür brauchen wir natürlich ein Passwort. Dieses Passwort ist das Wi-Fi-Passwort. Das bekommt ihr beim Admin. Im Schweifefall guckt ihr mal unter dem Router. Da steht es meistens auch drin. Das könnt ihr jetzt hier über die Bildschirmtastatur eingeben und dann werden wir gleich auf Verbinden gehen und das werden wir mit der Verbinden-Taste dann erledigen. Passwort ist eingegeben und jetzt gehen wir hier unten auf den Reiter Verbinden. Nun wird eine Verbindung mit unserem Wi-Fi-Netzwerk hergestellt. Das ist natürlich wichtig und nötig, um diesen Fire TV Smart zu benutzen. Sobald er jetzt natürlich gemerkt hat, dass er Internetzugriff hat, wird er erstmal eine Softwareversion runterholen, die ihm dort die modernste erscheint. Das heißt, er lädt sie runter, installiert sie und danach geht's weiter. Das ist ganz normal, weil die Geräte
sind ja manchmal schon ein paar Wochen, Monate, Jahre auf dem Markt und es gibt immer wieder Updates, um die Geräte dann auch zu verbessern. Und die werden jetzt natürlich auf den neuesten Stand gebracht. Und das geht natürlich nur, wenn wir eine Wi-Fi-Verbindung haben oder eine LAN-Verbindung haben, sprich die Daten auch aus dem Internet extrahiert werden können. Nach dem Download eines Software-Updates gibt es, sagen wir mal, 90% einen Neustart des Systems. Natürlich sollten wir diesen Neustart jetzt abwarten, um dann mit unserer Konfigurierung weiterzumachen. Das dauert auch wieder Momente. Wir trennen dabei nicht die Stromversorgung mit unserem Gerät, denn dann kann es danach wirklich zu Problemen kommen, weil das Softwarechen, das Operationssystem jetzt wird natürlich jetzt auch geflasht eventuell. Und dann, wenn wir jetzt den Strom ausschalten würden, wäre das eine Kack-Idee, weil dann kann wirklich sein, dass es dort zu Schäden an der Software kommen kann, weil auch nicht alle Daten dahin sind, wo sie hingehören. So, da sind wir wieder. Jetzt haben wir was geschafft. Ne? Jo, jetzt sind wir wieder auf dem Hauptmenü. Das ist demzufolge das Hauptmenü, egal wo wir hin uns ballern. Wir können immer hier unten die Sender auswählen, wie ich euch schon erklärt habe, nach oben gehen. Jetzt sind wir hier bei der Möglichkeit auch schnellzugriffmäßig. Ne? Also ich navigiere wieder rechts, links, runter, hoch und auswählen tue ich hier mit. Jetzt wird sogar die Dinge jetzt noch geupdatet, wie ihr seht. Also alles in Buddha hier. So, Source. Hier können wir nochmal uns anmelden. Kostenloses Konto Fire TV. Ne? Und wir haben also die Möglichkeit hier, jetzt erstmal ein Update unserer Fernbedienung durchzuführen, weil die ist natürlich auch smart am Start. Das kann 1 bis 2 Minuten dauern. Wir drücken keine Tasten auf Fernbedienung, platzieren auf Fernbedienung in der Nähe vom TV und entfernen dabei natürlich auch nicht die Batterie. Aber okay, das ist normal. Bei neuen Geräten, die eventuell schon ein bisschen auf dem Markt sind, gibt es, wenn sie nicht schon vorher gebraucht waren und dort Updates erfahren haben, halt immer diesen Update-Zyklus. Alles in Buddha. So, Fernbedienung-Update ist abgeschlossen. Jetzt können wir wieder richtig loslegen. Um jetzt hier weiterzugehen, können wir wieder in die Einstellungen rüber switchen. Wir waren ja vorhin bei Netzwerk gewesen. Hier können wir Töne und Bildschirm noch variieren. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, in die Bildeinstellungen, in die Toneinstellungen gehen zu können. Also Bildeinstellungen wäre dann hier explizit. Ihr könnt sagen, die Toneinstellungen und die Bildeinstellungen können wir explizit auf Composite, Satellite, Apps und Videos, HDMI 1, 2, 3, 4 anwenden. Okay, das heißt also, wir gehen jetzt zum Beispiel hin und sagen, auch im Satellit möchte ich zum Beispiel folgende Einstellungen und dann kann man das hier einsetzen. Ich höre jetzt auf, damit das besagte Programm nicht abläuft. Wir können das aber auch bei Apps und Videos einstellen. Das heißt also, Hintergrundbeleuchtung ändern. Und so weiter. Es wird immer uns informiert, wenn wir was verändern, dass dort auch die Möglichkeit ist, dass das Gerät mehr Strom zieht. So, Hintergrundbeleuchtung können wir zum Beispiel variieren. Seht ihr, rechts unten läuft das ab. Ich kann hoch und runter gehen. Das ist jetzt nur für Apps und Bild und Videos. In einem anderen System wäre es nämlich dann so, dass es dort nichts zum Einschalten kommt. Ich kann das Bild auch wieder zurücksetzen. Also die Hintergrundbeleuchtung kann dort variiert werden und zwar explizit auf das System, was ich möchte, sprich Apps und Videos, Satellit, Composite wäre jetzt Kabelanschluss, HDMI, wenn ihr zum Beispiel sagt, an der HDMI 1 habe ich eine Xbox dran, dort möchte ich gerne diese Bildschirmeinstellung haben mit der Hintergrundbeleuchtung, nämlich das, an der 2 habe ich die Switch dran, an der 3 die Playstation, da. Ja, also ich hoffe nicht, haben wir das verstanden. Toneinstellung, genau das gleiche, wir können hier jetzt hingehen, den Klangmodus verändern in Smart, Music, Film, klare Stimme, verstärkter Bass oder Standard halt. Ne? Dann haben wir hier die Balance rechts und links. Equalizer können wir öffnen und verändern in Herzschritten. Erweiterte Einstellungen können wir einsehen. Die Dialogverstärker, Lautstärken ausgleichen können wir noch einsetzen. Also ihr seht, digital hilft uns das Ding hier auch. Fernsehlautsprecher können wir an- und ausstellen, wenn wir zum Beispiel externes Zeugs anstellen. Einstellen für Ein- und Ausschalten, auch sehr sinnvoll. Das heißt also, wo soll es hingehen? Letzte Eingabe, sprich, wir machen den Fernseher aus, wir hätten irgendeine App geöffnet etc. Also wir starten nach dem Einschalten des Fernsehgeräts bei der letzten Eingabe oder dem letzten Sender. Also wir waren jetzt bei
bei WDR gewesen, machen aus, dann würde er wieder bei WDR starten. Ne? Damit können wir schnell die letzten Inhalte wieder aufrufen. Oder wir gehen immer zur Startseite, wie wir das bis jetzt auch getan haben. Audioausgabe, hier können wir Fernsehlautsprecher nochmal deaktivieren. ARC-Modus können wir automatisch setzen oder aktivieren oder deaktivieren. Das seht ihr, ne? ERC oder ARC können wir machen. Digitale Audioformat, automatisch, Bluetooth-Audiosynchronisierung ist auch möglich. Bevorzugte Sprache für das Live-TV können wir auswählen, Display duplizieren, aktivieren. Das heißt, dass wir können andere Mobilgeräte mit dem Display vorübergehend auf das Fire-TV zu duplizieren, indem das Display sichtbar macht und diese Vorgang mit Display duplizieren oder auch Mobilgerät Mirrorcast genannt. Das heißt also, wir könnten das Display des Gerätes auf diesem Fernseher hier sichtbar machen. Navigationstöne sind momentan an, sowas macht man meistens aus. HDMI, CEC, Gerätesteuerung, das heißt Consumer Electronic Control, das heißt die Fernbedienung unseres Fernsehers können wir benutzen zur Wiedergabe, Navigation zu Ein- und Ausschalten kompatibler Geräte, also auch andere. Und nicht verfolgen Anfragen bei der Nutzung von HBBTV-Anwendungen, mit der roten Taste ist das aufrufbar. Rote Taste. Ja, das macht man zum Beispiel beim Fernsehprogramm, um dort dann die rote Taste zu wählen. Und dann können wir dort nämlich das an- oder ausstellen. So, das haben wir also hier die Einstellung. Sind wir durch Gerätesteuerung. Hier haben wir die Möglichkeit, unsere Geräte, die angeschlossen sind oder halt hinzugefügt sind, die bei Alexa zum Beispiel mit dran sind, können wir Geräte hinzufügen, eine Soundbar oder ein Receiver. Und das können wir hierüber dann ein mit dem Einrichtungsassistent tun. Live-TV ist klar, dann wechseln wir wieder auf die Einstellungen unseres Live-TVs. Das heißt also, Sendersuche können wir auswählen, automatische Service-Updates, Lieblingssender, automatische Service-Updates sind standardmäßig deaktiviert. Lieblingssender können wir hier anwählen, Sender verwalten können wir machen, CI-Karte können wir Daten einsehen, Kindersichten können wir machen, Quelle synchronisieren. Sehr schön. Fernbedienung, Bluetooth-Geräte. Alexa Sprachfernbedienung, Game Controller, Hörgeräte, andere Bluetooth-Geräte. Hier können wir demzufolge Einstellungen machen. Wir sehen hier Batterie ist okay, Version 18, Seriennummer unserer Alexa Fernsteuerung. Okay? Und wir können eine neue Fernbedienung hinzufügen zum Beispiel. Oder Game Controller. Oder Hörgeräte, auch sehr sinnvoll. Benutzereinstellungen haben wir noch. Kindersicherung, Datenschutzeinstellungen, Benachrichtigungseinstellungen automatisch ausschalten. An. Das heißt hier, dass das Gerät automatisch nach 4 Stunden keine Aktivität mehr ist, geht es automatisch aus. Immer sinnvoll. Dann können wir HBBTV an- oder ausmachen. Das ist ein Broadcast Broadband TV, Hybrid Broadcast für unsere digitalen Fernsehkanäle. Zeitzone können wir ändern, Datum, Zeit synchronisieren mit dem Internet, sollten wir tun. Sprache können wir ändern, Standby LED an oder aus. Wenn ihr sie nicht mögt, dann natürlich aus. Sleep Timer, sehr cool. Hier können wir den Sleep Timer sagen, also sprich, wenn wir den Fernseher anmachen, können wir ihn dann 5 Minuten ausmachen, 10 Minuten, 15 Minuten, la 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 la. Geräte und Software, Information, rechtliche Konformität, Ruhemodus. Der versetzt den TV in den Ruhemodus und das heißt, dort sparen wir Energie, wenn er nicht benutzt wird. Neu starten können wir hier oder hier zurücksetzen auf die Werkseinstellung. Barrierefreiheit, Hörgeräte, Untertitel, Voice View, Textbrenner. Bildschirm vergrößern. Also das heißt, hier können wir Sachen einstellen, die uns dann noch behilflich sind im Leben. Okay, das ist hier drüben zu finden bei den Einstellungen. Okay, das heißt, um jetzt hier weiter zu ballern, müssen wir uns jetzt natürlich erstmal tiefer ins System setzen, um dort nämlich dann das System auch smart nutzen zu können. Er hat jetzt, warum auch immer, unser Wi-Fi wieder vergessen. Durch das Update war das wahrscheinlich. Wir werden das jetzt nochmal neu einprogrammieren und dann können wir die Smart-Funktion ausprobieren. So, wie ihr gesehen habt, das Update hat uns jetzt auch hier ein paar extra Apps noch dazu versehen. Sehr schön. So, wir werden uns jetzt erstmal anmelden. Das heißt also, ein weiteres Mal Wi-Fi. Ein weiteres Mal suchende Updates. Ein weiteres Mal ein Software-Update herunterladen. Meine Güte, der braucht echt viele Updates. So, nun können wir unser Amazon-Konto uns anmelden. Das heißt, wir können ein neues, kostenloses Amazon-Konto erstellen oder ein bestehendes Konto verwenden. Im Prinzip ist es sehr einfach. Wir können uns ganz einfach mit
einem Smartphone, wo wir schon angemeldet sind, hier den QR-Code scannen mit unserem Mobilgerät. Wir melden uns dann beim Amazon an. Der Referenzcode wird dann automatisch angegeben und dann war es das. Das ist am einfachsten. Ne? Oder wir gehen online hin. Wir melden uns zuerst auf amazon.de/code an. Dann geben wir den Code an, der jetzt links gezeigt wird, der FSY6WY. Geben wir ein und damit können wir uns auch anmelden. Oder wir drücken die 3-Striche-Taste, um mit der Fernbedienung anzumelden. Das heißt, hierüber werden wir jetzt unsere E-Mail-Adresse eingeben können und danach unser Passwort, was wir dann auch bei Amazon immer eingeben. Und danach sind wir bei Amazon angemeldet und können demzufolge dann auch Alexa und Co. benutzen. Und damit sind wir angemeldet. Und jetzt müssen wir natürlich noch die Cookie-Einstellungen aktivieren und akzeptieren oder ablehnen. Und dann können wir loslegen. So, nun können wir auch Sprachbefehle bei ausgeschalteten Fernsehbildschirmen zum Beispiel aktivieren oder nicht aktivieren. Das bedeutet, Alexa hört uns immer zu, auch beim Schnarchen und Grunzen oder was sie sonst so macht. Wenn ihr das nicht wollt, gibt es hier unten vorne einen Switch, den ihr umlegen könnt. Zack, der dann leuchtet. Seht ihr unten das leuchtende kleine LED-Pünktchen? Dann ist das nämlich deaktiviert. Wir können es aber auch wieder aktivieren, indem wir diesen Schalter wieder umlegen. So, dann können wir benutzen Alexa Handsfree. Dieser Fernseher hat integrierte Mikrofone. Daher können wir ganz einfach per Sprachbefehl Unterhaltungsinhalte suchen, starten und steuern. Alexa kann auch Musikplaylists starten, das Licht dimmen sowie das Wetter und die Sicht der Eingangstürkamera zum Beispiel anzeigen, wenn wir sie verknüpft haben. Alexa wurde so entwickelt, dass der Schutz unserer Daten gewährleistet ist. Wir können Mikrofone elektronisch trennen, wenn wir den Schalter vorne am Fernseher der Seite schieben sollten. Habe ich euch gerade schon gezeigt. Und jetzt hast du auch gerade gemerkt, Alexa, wenn ich das sage, hat auch gerade angesprochen. Das war unten dieses LED-Gedrisse. So, dann haben wir Fire TV, Ambiente TV bietet uns Kunst, Musik und nützliche Updates. Wenn wir den Raum betreten, kann uns Fire TV automatisch dann kuratierte Kunstwerke und persönliche Fotos anzeigen. Wir fügen dabei auch Alexa-Widgets hinzu, um Wetter, Nachrichten, Musik, Liederempfehlungen und mehr anzeigen zu lassen. Wenn der Raum verlässt, schaltet sich der Bildschirm halt wieder aus, bis wir zurückkommen. Und das ist eine coole Funktion, finde ich. Denn wenn Alexa oder der Fernseher, der Fire TV merkt, ihr seid nicht da, dann macht er aus. Das ist wirklich cool. Unser Fernseher wurde gleichermaßen für Kinder und Eltern selber entwickelt. Okay, das heißt, wir können hier eine Kindersicherung aktivieren. Dafür brauchen wir eine PIN. Oder wir machen keine Kindersicherung. Kommt darauf an, ob ihr Kinder im Haushalt habt, die nicht an den Fernseher sollen oder das trotzdem dürfen. Das ist eure Entscheidung. So, und jetzt können wir hier natürlich Prime-Kunde werden, wenn wir das wollen. Dann können wir natürlich auch komplett auf die Prime-Video-Datenbank zugreifen. Oder wir setzen das erstmal mit später. Wir wählen nun Apps aus, die wir möchten, die in den ersten Schritten runtergeladen werden. Müssen wir natürlich nicht. Ich nehme jetzt mal Disney Plus mit an Bord. Da gibt es zum Beispiel hier PayTV, RTL Plus, WOW Join, Pluto TV, Waipu TV. Dann können wir hier, um noch spezifische Apps in Anspruch zu nehmen, wie zum Beispiel hier Mediatheken von ARD, ZDF, Arte etc. Oder Sport, DAZN, Discovery, Red Bull TV etc. Und Togo, Servus TV und das sind aber, Twitch könnt ihr auch hier drüber sehen, Paramount Plus. Das sind aber jetzt natürlich nur ausgewählte Sachen. Ihr könnt natürlich noch viel mehr dort mit einbetten lassen, wenn ihr das wollt. Wir fahren fort, indem wir wieder auf die Play- und Pause-Taste drücken. Das heißt also im Prinzip, bei mir wird jetzt einfach nur Disney Plus runtergeladen. Das sollte erstmal genügen, nicht wahr? Und nun sind wir smart im Fire TV angekommen. Wir haben eine einfache Navigation über das Hauptmenü, personelle Fire TV mit Profilen. Alexa hilft uns dabei, ganz einfach hier alles zu managen. Wir entscheiden mit der Suchfunktion, was wir uns ansehen möchten. Wir passen Apps im Hauptmenü individuell an und wir können das Bild anpassen. Alles im Butter auf dem Kutter hier. Ne? Das heißt also, wir können jetzt gerade uns auswählen oder noch ein weiteres Profil hinzufügen, um zum Beispiel auch Kindern dann den Zugriff zu gewähren. Und nun haben wir den vollen Umfang des Systems nun vor uns, wie ihr seht. Also, ihr seht jetzt, es ist viel voller als vorhin. Vorhin war es ja wirklich sehr leer. Die Smart-Funktionen müssen nämlich her. Das heißt also, ihr solltet einen Amazon-Account haben, der kostet euch nichts.
dann solltet ihr euch da anmelden. Und jetzt können wir dann auch hier unten zum Beispiel auf die smarte Datenbank zugreifen und sogar kostenlose Filme und Serien sehen. Darüber hinaus haben wir hier die Möglichkeit, auf Prime Video, wie vorhin schon gesagt, zuzugreifen. Netflix, Free, Amazon Music, YouTube, App Store. Hier können wir dann noch mehr die Apps sortieren und nutzen. Ne? Wir können hier also auch in eine App-Bibliothek uns setzen. Hier werden auch noch weitere geladen, wie ihr gesehen habt. Hier haben wir also die Möglichkeit, jetzt mit der Optionstaste, sprich die drei übereinander folgenden Striche, die Taste, können wir jetzt auswählen, was wir machen sollen. Wir können sie verschieben, wir können sie in den Vordergrund verschieben, in die meine Apps ausblenden oder so. Wir können also hier denn das Ausblenden durchsetzen, dann werden sie nicht mehr angezeigt auf dem Hauptmenü. Wir können aber auch hingehen, zum Beispiel im vorderen Teil verschieben. Jetzt habe ich es nach links verschoben. Wir können aber auch genauso in den Vordergrund es verschieben. Das heißt also, dann ist es immer im Fokus. Wir können hier auf den App Store dann natürlich auch zugreifen und dort noch weitere Apps herunterladen. Und ihr seht, es gibt doch ein paar Unterhaltungen, Public Value, brandneue Veröffentlichungen, alles Mögliche. Ist jetzt nicht so ultimativ riesengroß, wie jetzt zum Beispiel euer Smartphone App Store etc. haben sollte. Ihr könnt ja also die Apps euch benutzen. Das gleiche in dieses Menü, wo wir jetzt gerade waren, hier kommt ihr auch mit einer Taste ganz schnell rein. Diese Taste, erstmal ich gehe wieder auf den Homescreen zurück, diese Taste befindet sich hier da als Schnelltaste. Wenn ich da drauf klicke, bin ich wieder in dem gleichen Menü, wie vorhin wir schon waren. Wenn ich auf die Home-Taste gehe, das ist diese hier oben, bin ich immer wieder auf der Home-Ansicht selber angekommen. Gut, dann haben wir Live-TV, also hier haben wir jetzt die Möglichkeiten zu sehen. Eingänge, da können wir aus den einzelnen HDMI-Ports etc. auswählen. Hier sehen wir unser Account, hier können wir was suchen. Ne? Kostenlos, Filme, Serien, irgendwas eintippen, was wir wollen. Startseite ist, da unten ist natürlich dann so ein bisschen Werbungszeugs, Filme. Live-TV, da seht ihr auch, was gerade läuft, denn das geht natürlich digital auch ab. Meine Inhalte, da können wir Watchlisten zum Beispiel erstellen. Und dann können wir hier auf die einzelnen Apps zugreifen. Und wie sie sortiert werden, haben wir vorhin schon gesagt. Hier hinten kommen wir wieder auf unsere Einstellungssachen und können dann auch die einzelnen Apps starten und sie nutzen. Also ihr seht, die Navigation, das ist sehr einfach. Wie eine App runtergeladen wird, sehen wir jetzt gerade. Wir haben jetzt auf das Download-Symbol gewählt und dann haben wir die App auch schon heruntergeladen. Wenn ihr schnelles Internet habt, soll das eigentlich ganz zügig gehen. Jetzt wird sie noch installiert und dann können wir sie auch nutzen. Also ihr seht auch, ich kann jetzt auch von Google rausgebrachte Apps hier auf dem Amazon Fire TV nutzen. Der ist also jetzt nicht nur geschlossen nutzbar für die Amazon-Produkte, sondern auch, er ist offen. Ja, er ist offen für auch Netflix, für Podcasts, für YouTube, für alle möglichen Dienste, die wir uns so eigentlich vorstellen können. Dann haben wir hier die Taste, können wir nutzen. Das ist die Alexa-Taste. Das ist die obere Taste hier. Da seht ihr sie. Diese da. Da, das da. Wenn ich da drauf klicke, dann haben wir hier so ein Schnellauswahlmenü. Ne? Wir können auch jetzt zum Beispiel Alexa Befehle geben. Das heißt, ich halte jetzt, habt ihr gehört, ich habe jetzt gerade Alexa gesagt und zack, da gibt es. Ne? Das heißt, wir können auch Alexa jetzt zum Beispiel nutzen, um etwas zu suchen, um etwas abspielen zu können etc. Wir können aber auch gedrückt halten und diese dann benutzen. Wie geht es dir heute? Ne? Dann können wir eingeben, was abgeht und sie wird dann uns mit uns interagieren und so essen. Nicht essen, sondern um so einzelne Sachen dann auszusetzen und zu nutzen natürlich. Das ist die Alexa-Power-Taste oben. Ja, und dann können wir uns hier relativ schnell, also es ist alles ganz gut hier schnell und einfach intuitiv zu bedienen und auszuwählen, finde ich. Wir können hier auf unser Fotoarchiv zugreifen. Ne? Guck mal hier, das ist nicht schlecht, ne? Da sieht man nämlich dann auch die Möglichkeit des schönen
setzenden Sachen. So, so können wir nun durchnavigieren und den Fernseher im Live-TV benutzen oder im Smart-TV-Segment auch genauso nutzen wie auch jedes andere Produkt. Das heißt, also, wir sind nicht nur auf Amazon-Produkte fokussiert oder halt darauf angewiesen. Wir können auch ganz normale Drittanbieter-Apps hier drauf abspielen, die auf jedem anderen Gerät auch laufen, wenn sie ein Smart-Gerät sind. Hier ist nur die Erweiterung dabei, dass wir Alexa sehr intuitiv und gut integriert nutzen können in schon unserem Haushalt, unserem Smart Home zum Beispiel, was natürlich einen sehr großen Vorteil gegenüber eines anderen Gerätes, welches nicht eine Alexa-Unterstützung haben sollte, bringt uns. Also richtig schön, Bild ist auch vernünftig, wie ihr seht, macht einen vernünftigen Eindruck. Und damit sage ich erstmal viel Spaß damit und danke fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. So. Ausschalten. Alexa, bitte schalt den Fernseher aus.